Viele Leute sind in ihrem Leben schon einmal auf einer Demonstration gewesen, aber nur wenige haben schon mal selbst eine angemeldet. In diesem Video haben wir eine kleine Anleitung für euch vorbereitet, damit ihr am Ende selbst eine Demonstration organisieren und durchführen könnt. Ich habe dieses Video in vier Teile unterteilt, nämlich in Vorbereitung, Rechtliches, während der Demo und nach der Demo. In der Beschreibung kannst du zu den Abschnitten vorspulen, wenn du schon weißt, wonach du suchst. Damit so eine Demo erfolgreich abläuft, muss man im Vorhinein einiges organisieren. Wichtig ist natürlich, dass man ordentlich Werbung macht, damit die Menschen im Vorhinein auch etwas von der Demo mitbekommen. Dafür muss man sich klar machen, wen man ansprechen möchte. Social Media ist hier besonders wichtig, ganz besonders dann, wenn man jüngere Menschen ansprechen will, wie zum Beispiel auf einer Fridays for Future Demo. Hier könnt ihr Sharepics für WhatsApp oder Instagram machen und auch eine Facebook-Veranstaltung schadet nicht. Praktisch ist es auch, wenn man einen Flyer für die Aktion anfertigt. Dort muss der Ort und die Zeit der Demo drauf und ein inhaltlicher Text. So könnt ihr in den Wochen und Tagen vor der Aktion Leute einladen und ihnen auch direkt was in die Hand geben. Den Flyer könnt ihr auch während der Demo oder Kundgebung an Passanten und Passantinnen verteilen. Es macht Sinn, vorher aufzuteilen, wer aus eurem Team welche Aufgabe während der Demo erfüllt, damit alle Aufgaben klar verteilt sind. Wer verteilt also genau den Flyer? Wer filmt? Wer lädt das Ganze am Ende hoch und schreibt einen kurzen Text dazu? Das solltet ihr im Vorhinein klären. Bevor wir jetzt zu der Ausstattung kommen, die ihr auf eure Aktion mitbringen solltet, klären wir kurz zwei Begriffe. Wenn wir von einer Demonstration reden, dann meinen wir einen Demonstrationszug, der sich durch die Stadt bewegt. Eine Kundgebung findet nur an einem Ort statt. Demonstrationen haben in der Regel Start- und Endkundgebung und gegebenenfalls auch Zwischenkundgebungen, auf denen Reden gehalten werden können. Für beide Aktionen braucht ihr einen Lautsprecher mit Mikro, damit man eure Inhalte auch über den Platz oder die Straße mitbekommt. Hier macht es Sinn, bei anderen Strukturen in eurer Gegend nachzufragen, ob ihr euch den Lautsprecher ausleihen könnt, falls ihr selbst keinen habt. Ein Megafon macht auch Sinn, weil man damit gut Parolen anstimmen kann. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch vor eurer Demo einen kleinen Parolenzettel zusammenstellen und ausdrucken und ihn auf der Demo verteilen, damit alle Leute die Parolen kennen und mitrufen können. Außerdem solltet ihr euren Flyer nicht vergessen und es macht auch Sinn, bei so einer Aktion ein Erste-Hilfe-Kit mitzunehmen. Was viele nicht wissen, es ist euer grundsätzliches Recht, eine Demo abzuhalten. Ihr braucht dazu keine Genehmigung oder Erlaubnis. Das wird im Grundgesetz in Artikel 8 ganz klar geregelt. Im zweiten Absatz steht allerdings auch, dass dieses Recht durch Gesetze eingeschränkt werden kann. In jedem Bundesland gibt es daher ein eigenes Versammlungsgesetz, welches das genauer regelt. Um auf der sicheren Seite zu sein, müsst ihr eure Demo mindestens 48 Stunden vor eurer Versammlung bei der Polizei anzeigen. In manchen Orten ist die Stadt für die Versammlung zuständig. Das lässt sich aber ganz einfach auf der Website eurer Stadt oder der Polizei nachschlagen. Spontanversammlungen müssen nicht vorher angemeldet werden und brauchen auch keine Leiterin oder keinen Leiter. Meist wird die Polizei wohl aber trotzdem darauf bestehen. Wichtig ist hierbei, dass es sich tatsächlich um ein spontanes Ereignis handelt, weshalb ihr auf die Straße geht. Zum Beispiel eine gerade gefallene politische Entscheidung oder ein aufgebauter Nazi-Infostand in eurer Straße. In der Regel sieht das aber so aus, dass ihr von der Stadt oder der Polizei Auflagen bekommt, die eure Versammlung einhalten muss. Typische Auflagen sind etwa ein Alkoholverbot oder ein Verbot von Glasflaschen und so weiter. Bei Missachtung der Auflagen kann es dazu kommen, dass die Polizei euch Ärger macht oder als Ultima Ratio auch eure Versammlung auflöst. Das kommt aber relativ selten vor. Die Polizei versucht gerne mal bei linken Demos die Veranstalter doch mit Details der Auflagen zu gängeln oder vor Ort noch neue aus dem Ärmel zu schütteln. Lasst euch da nicht verrückt machen und besteht auf eure Rechte. In die Demo-Anmeldung kommen folgende Dinge rein: Wer ist der Veranstalter und Leiter oder die Veranstalterin? Name, Adresse, Kontaktdaten. Was ist das Thema der Kundgebung oder der Demo? Wann und wo findet die Versammlung statt? Bei Demos auch Route. Wie viele Menschen werden ungefähr erwartet und plant ihr OrdnerInnen einzusetzen? Welche Kundgebungsmittel werden gebraucht? Also Mikrofon mit Box, Lautsprecherwagen, Infostand, Flyer, Transparente, Fahnen und so weiter. Falls ihr die Veranstaltung per E-Mail anmeldet, solltet ihr noch eure Telefonnummer hinterlegen.
Die Polizei wird euch dann anrufen und noch ein paar Fragen klären und eventuell ein Kooperationsgespräch mit euch vereinbaren. Offiziell soll das Kooperationsgespräch dazu dienen, dass die Polizei euch bei der Durchführung eurer Veranstaltung kooperativ beisteht und unterstützt. Faktisch nutzen erfahrene Polizisten und Polizistinnen das Gespräch, um eure Demo besser einschätzen zu können und euch eventuell zu Zusagen zu ihren Auflagen zu bewegen. Deswegen ist es besonders wichtig, dass ihr, falls ihr euch nicht so sicher im Umgang mit der Polizei und den Behörden fühlt, unbedingt mit einer anderen Person zu diesem Gespräch geht. Bereitet euch auf das Gespräch vor. Denkt darüber nach, wie ihr auf übertriebene Forderungen der Polizei reagieren wollt. Hier solltet ihr immer höflich, aber bestimmt auftreten, denn dann stellt dieses Kooperationsgespräch für eure Demo auch kein Hindernis mehr dar. Außerdem solltet ihr einen schriftlichen Bescheid der Ergebnisse des Gesprächs inklusive der Auflagen und der Begründung einfordern und bei der Demo dabei haben, falls die Polizei dann doch während der Demo wieder auf euch zukommt und euch zu Dingen drängen will, die die Auflagen überschreitet. Schreibt uns doch mal in den Kommentaren, was denn eure Erfahrungen mit Polizisten auf Demos sind oder vielleicht sogar, ob ihr schon mal eine Demo angemeldet habt. Jetzt habt ihr es geschafft. Die Demo läuft und ihr bringt mit euren Parolen Stimmung auf die Straße. Wichtig ist hier, dass ihr dafür sorgt, dass eure Demo nicht nur von den Leuten gesehen wird, die sowieso gerade auf der Straße sind. Dafür ist es gut, dass ihr viele Fotos und Videos macht, von denen ihr dann die besten hochladen könnt. Gerade wenn ihr Reden haltet, sollten diese gefilmt und somit den Menschen übers Internet zur Verfügung gestellt werden. Mit eurem Parolenzettel sorgt ihr dafür, dass jeder und jede mitrufen kann. Parolen sind eine Art, wie ihr eure Inhalte über mehrere Straßenblöcke hörbar machen könnt. Dazu sind Demos mit vielen und lauten Parolen stimmungsvoll und machen viel mehr Spaß. Denkt auch dran, dass ihr die vorbeilaufenden Passantinnen immer wieder über den Anlass und das Thema eurer Kundgebung aufklärt. Schließlich wollt ihr mit euren Reden und Inhalten ja nicht nur die eigenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen erreichen. Nach der Demo ist es besonders wichtig, dass ihr eine gemeinsame Auswertungs- und Kritikrunde macht. Hier besprecht ihr nochmal, was gut lief, was besser laufen könnte und worauf ihr bei der nächsten Demo achten solltet. Wichtig ist auch, dass ihr möglichst zügig Fotos und Videos und einen kurzen Text zu eurer Demo veröffentlicht, damit auch Leute, die nicht mitlaufen konnten, davon erfahren. Ich hoffe, dass ich euch damit eine nützliche Anleitung geben konnte. Letztendlich ist das Organisieren einer Demo kein Hexenwerk und für jeden und jede möglich. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer nächsten Demo und wir sehen uns beim nächsten Video.